heute einen großen Meilenstein für die Community geschaffen, beziehungsweise der Verfassungsgerichtshof hier hat den geschaffen. Man muss sagen, es ist einfach ein Tag, den was man feiern sollte. Jetzt fühlt sie sich für mich einfach wirklich auf gleicher Ebene an. Jetzt fühlt sie sich wirklich gleichberechtigt an. Ein schöner Tag. Love wins. Und ich bin froh, dass Österreich endlich diesen Schritt gemacht hat. Für mich ist das Urteil von heute ein Ende der jahrzehntelangen Diskriminierung. Und ich bin einfach total glücklich. Also zum einen ist es einmal eine große Freude, dass das jetzt gelungen ist. Und auch, dass hier der österreichische Verfassungsgerichtshof entschieden hat, dass auf Basis von Menschenrechten diese Diskriminierung nicht mehr sein darf, dass Lesben und Schwule nicht heiraten dürfen. Und was ich auch sehr gut finde, dass er auch entschieden hat, dass es die eingetragene Partnerschaft sehr wohl auch weitergeben soll und dass die auch für Heteropaare geöffnet wird. Dass es also zwei Rechtsinstitute gibt, ein moderneres, die eingetragene Partnerschaft, und eines, das sozusagen für die, sagen wir mal, vielleicht für die, die Traditionen mehr lieben, dass es dafür die Ehe gibt. Die ÖVP hat ja noch mehr Angst, die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare zu öffnen, vor einer alternativen Option für Heterosexuelle, nicht dass Heterosexuelle dann sich von der traditionellen Ehe abwenden und ein moderneres Rechtsinstitut wie die eingetragene Partnerschaft vermehrt in Anspruch nehmen. Also kann man schon vorstellen, dass das saurere Apfel für die ÖVP zum Beispiel ist, die eingetragene Partnerschaft für verschiedengeschlechtliche Paare zu öffnen, nicht? Also man wird sehen, was da rauskommt. Vielleicht werden manche schon versuchen, noch ein bisschen was Bösartiges irgendwo hineinzubringen oder irgendwas, dass es nicht ganz gleich wird. Aber nachdem dieses Urteil des Gerichtshofs so eindeutig ist, dass das Gleichheitsprinzip und die Menschenrechte gewahrt werden müssen, werden sie sich schwer tun.